Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und heute habe ich mal wieder seit etwas längerem eine WWE Elite Figur für euch mit Kevin Owens. Und wie der außerhalb seiner Verpackung ausschaut, das zeige ich euch natürlich jetzt gleich nach einem kurzen Cut. Also schauen wir mal, wie der dann aussieht. Bis gleich. Und da sind wir wieder und hier kreist er schon rum, der Kevin Owens, mit seinem Zubehör, das dazu gab. Und zwar gab es dazu den Universal Title, den ich ja nicht so gelungen finde, weil alle irgendwie jetzt gleich ausschauen. Wobei, es gibt auch schon wieder neue, die sehen noch hässlicher aus. 24/7 Champion. Aber wie gesagt, es ist eine ältere Figur, ich will sie euch aber trotzdem zeigen. Ihr habt sie nun einmal rumkreisen sehen. Und ich würde sagen, wenn ich den Knopf finde, ach, bin ich doof, da sind wir, machen wir das mal aus. Und ich zeige euch erstmal den Universal Title. Sieht aus wie der WWE Titel, nur in Rot. Also der Universal Title. Auch die Sideplates sind die Standard WWE Plates, keine namentlichen, Gott sei Dank. Kann man den Gürtel auch wen anders geben. Ist ganz gut gemacht, finde ich. Dann gibt es hier noch den Präsentationstisch, beziehungsweise bloß die Tischdecke. Wo ist der Tisch? Ich hätte mir gewünscht, es hätte den Tisch dazu gegeben, dass man den Titel drunter machen kann und die Decke so über den Tisch. So kann man halt den Titel nur auf der Decke platzieren. So, stell nochmal darüber. Aber okay, das Hartplastik sollte eigentlich stabil stehen. Also was heißt Hartplastik? Es ist weich, hart, Gummi. Und ich würde sagen, wir kommen mal hier zum Kevin Owens. Und ich zeige ihn euch mal etwas näher. Ja. So, oh, das war zu weit. Entschuldigung. Da ist der Owens recht unscharf. Also vom Face-Scan her, man kann ihn erkennen, wenn man ihn seitlich dreht. Direkt frontal, schwierig, also etwas komisch zu erkennen, aber okay. Das T-Shirt natürlich Fight und Fight, ältere Figur, älteres T-Shirt, hat hier aber auch sein Live-Tattoo und hier oben seinen Bullen. Ja, recht besonders. Farbenfrohes Outfit hat ja dieser Kevin Owens nicht. Hier steht Fight auf den Hosen, sind die kurzen Shorts und die langen Strümpfe mit Knee Pads und die schwarzen Boots. Der Stand ist dabei. Zu den Stand gibt es einen Background, den ich eigentlich nie auspacke. Ich habe schon ein paar Mal welchen gezeigt. Sollte reichen. Ist ja nur ein Bild, ein Foto. Und hier zeigen wir euch den Kerl nochmal von hinten. Hinten steht natürlich auch Kevin Owens drauf. Sonst weiter keine Details. Außer ein paar Faltenwürfe. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder etwas in die Ferne. So. Und dann kommen wir zu den Bewegungspunkten. Fangen wir mal weiter oben an. Probieren wir es mal diesmal so, bevor wir so nahe an die Kamera gehen und dann. Er hat hier einen Balljoint, kann den Kopf etwas nicken, etwas nach hinten drehen. Sehr schön. Dann natürlich hat er hier eine volle Rotation in der Schulter. Man kann sie auch ausklappen, sie ist etwas ratchet. Sie hat Rastfunktionen, das ist meistens ganz angenehm, wenn sie einen Gürtel oder was in der Hand haben, dass der Arm nicht nach unten fällt. Hat hier einen Oberarmswiffel, dann ein einfaches Ellbogengelenk hier, dann an der Hand kann man ihn drehen und auch abwinken, was ja die Basic-Figuren nicht haben. Dann hat der gute Kerl, ja, unter sein Hemd, hat er da überhaupt, also wenn er ihn hat, dann ist er fest. Der App Crunch.
Man kann den Oberkörper natürlich drehen, wie immer. Jetzt kommen wir mal zum Bein. Dazu nehme ich euch mal etwas weiter runter. So. Das Bein geht nicht nach hinten durch den Popos. Nach vorne geht es so weit. Hat hier auch etwas Spiel und Entschuldigung, ich komme gerade ans Mikro. Einen Swiffer hier oben, der sehr streng geht. Dann natürlich wie immer bei den Elites ein doppeltes Kniegelenk. Hat hier unten nochmal einen Boot-Swiffer. Und hier unten das Gelenk geht ganz leicht. Der Ankle Rocker funktioniert. Dann war es das aber auch schon mit den Bewegungspunkten. Jetzt schaue ich mal nach. Entschuldigung, ich nehme ihn euch mal aus dem Bild. Der gute Kerl. Da überhaupt einen App Crunch hat. Wenn mir sieht, sieht man nicht. Kann man nicht nachschauen. Ich glaube nämlich, die bescheißen hier etwas. Der gute Kerl hat keinen. Doch, es ist ein App Crunch vorhanden. Okay. Es ist ein App Crunch vorhanden. Funktioniert nur nicht richtig. Aber diesmal haben sie es nochmal runter etwas besser gemacht als bei Mankind damals. Diesmal ist da drunter wirklich ein Bauch, zwar in schwarz, aber es ist modelliert. Bei Mankind damals in dem weißen Hemd, wenn ihr euch erinnert, das ist zwar schon eine Zeit lang her. In dem Video habe ich euch ja gezeigt, der Kerl hat nur das aufgeblasene Hemd und kein modellierten Bauch. Der hier hat es jetzt. Und damit wären wir auch eigentlich mit der Figur schon wieder durch. Ihr könnt mir natürlich gern wie immer eure Meinung zu der Figur in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button. Wer es noch nicht ist, darf gern abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seht ihr jedes Mal, wenn ein neues Video von mir kommt. Und ich bedanke mich schon wieder für euer Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Tschö und auf Wiedersehen.